Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cheflife. Wir haben in der letzten Folge rausgefunden, dass das Orangengericht jetzt endlich mal gewertet wurde und haben natürlich damit eine Schicht gemacht, ohne das Gericht selbst auf der Karte serviert zu haben, haben dafür jetzt aber zwei weitere Anforderungen geschafft. Nämlich einmal die mit Adele, mit der wir gleich sprechen, und natürlich das Vegetarische auf der Karte anbieten. Wir reden erstmal mit ihr. Danke, Chefin. Mit den ganzen Fleischrezepten kann mich nichts mehr aufhalten. Sie können mich jetzt an jedes noch so komische Gericht setzen, denn ich bin bereit. So. Jetzt, da ich die Grundlagen gemeistert habe, macht es mir nichts mehr aus, dass ich nie auf einer Kochschule war. Ich habe einen viel besseren Überblick darüber, auf welche Arten man Fleisch zubereiten kann. Jetzt kann mich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Mit den besten Zutaten könnte ich die besten Gerichte kochen, Chefin. Setzen Sie mich auf die schwierigsten Fleischgerichte an. Sie werden es nicht bereuen. Glauben Sie mir. Alles klar. So, dann reden wir noch mit ihm. Sehr beeindruckend. Nicht, dass ich an Ihrer Fähigkeit zweifeln würde, aber Sie schaffen es immer wieder, mich zu überraschen. Der Bürgermeister wurde die ganze Woche über mit Nachrichten bombardiert, wie großartig ihre vegetarischen Gerichte sind. Bravo! So, und damit starten wir in einen neuen Tag rein. Haben wir irgendwas auch geschafft? Hier. Ui! Ui! Jo, es sind jetzt ein paar, ne? Okay, wir machen dann erstmal die Ente auf jeden Fall aufs Gericht. Thunfischsteak. Okay, wartet. Wir machen mal ganz kurz eine kleine Notiz davon. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Also, wir setzen auf jeden Fall die Hackbällchen jetzt runter und nehmen dafür die Ente mit Orange. Die kommt drauf. So, und jetzt müssen wir schauen, was wir von den Gerichten her schon haben. Tintenfisch. Scampi mit Gemüse. Pfifferling. Lachs mit Sauerampf. Okay, das Gericht brauchen wir sowieso. Die sind noch gesperrt, die Rezepte. Haben wir hier irgendwas mit Thunfisch? Warte mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir was finden. Seebarsch. Dorade, Seezunge. Thunfisch, Dorade. Nee, warte mal. Doradenfilet.
Das könnten wir theoretisch noch nehmen, die gebackene Dorade. Ach, ich drücke als die falschen Tasten. Thunfischsteak hier. Okay. Also, wir ändern das Rad mal um auf der Karte. Das ist die Seezunge hier. Dann gibt es einmal die Dorade. Thunfischsteak. Okay, wir bestellen. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Den Lachs mit Sauerampfer verlieren wir, Rotbarbe und Scampi mit Gemüse. Fischgerichte. Da bräuchte ich aber noch 2 Stufen höher. Bohnensteak. Okay. Ich hätte gerne das dann gelernt. Da muss ich gucken. Genau, war mir nämlich schon klar, dass das jetzt schon direkt alles voll macht. Los. Oh, sie hat gar nicht angefangen. Okay, jetzt.
Okay, was muss alles rein? Das muss rein, das muss rein. Und jetzt der Rest. Dann haben wir es schon. Er ist doch optimal. Prima. Dann können wir das nämlich lösen. Die Zwiebelsuppe können wir aufwerten. Können wir auch direkt üben. Dann haben wir nämlich jetzt auch gleich wieder neue Rezepte dran. Perfekt. So muss das sein. Ach, sie waren nicht komplett. Ach ja. Ich glaube, da will jemand mit uns reden. Müssen wir gleich mal gucken gehen. Ja. Gehen wir mal gucken. Hallo Chefin. Einer meiner Köchinnen war vor ein paar Tagen in ihrem Restaurant essen. Ihre Gerichte haben sie wirklich beeindruckt. Sie haben verstanden, worum es bei der Kochkunst geht. Man muss den Gast immer wieder überraschen und ihn zu träumen bringen. Übrigens, es wäre interessant, wenn Sie Ihrem Restaurant ausschließlich Feinkost anbieten würden. Ihre Gäste würden das lieben und es würde mit Sicherheit das Interesse der besten Gastronomiekritiker erregen. Denken Sie mal drüber nach. Okay. Ach so, mit so einer Platte. Oh, 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 ich sehe schon, das ist nicht mehr einfach nur irgendein Brot, was angeröstet wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger gemacht. Brei. To get cooking. Dann die Bouillon, würde ich mal sagen, ist dieselbe wahrscheinlich, ja. So, dann brauche ich erst das. Koch etwas schneller. I'll be at the top of my game today. Das können wir dann auch schon mal lösen. Gut, das könnten wir noch aufwerten.
wir haben dann drei Sachen, ne? Wie oft muss ich die anderen vorbereiten? Das schauen wir gerade nochmal ganz kurz. Einmal jeweils. Also eher, beziehungsweise. Also wir haben das Entenrezept, was dreimal rausgehen muss. Ja. Fantastic menu today. Ach so. Das wird. Wir warten jetzt noch, dann können wir das gerade mit rein tun. Dann starten wir die nächste Schicht. Do we have everything for this evening? Wir müssen halt gucken, die Dorade, gut, die Ente und ein Thunfischsteak. Und da muss ich gucken, was die anderen Rezepte waren. Da will noch jemand mit uns reden. Einmal nehmen und beiseite stellen. Überraschender Besuch. So, ich wusste, dass Sie ein paar Veränderungen in Ihrem Restaurant vorgenommen haben, aber das geht weit über das hinaus, was ich erwartet hatte. Und auch noch genau zur rechten Zeit, denn der Stadtrat organisiert wieder ein neues Event. Wir nehmen an einem Wettbewerb um den Titel als schönster Stadtteil. Das Stadtzentrum muss also perfekt sein. Wenn Sie Ihr Restaurant die nächsten paar Tage picobello halten, bekommen Sie von uns einen kleinen Bonus, also überlegen Sie es sich. Die Picobello halten. Was ist damit gemeint? Halte 3 Tage lang eine Hygiene von 65. Stelle eine Feinschmeckerkarte. Bodenständig. Da müsst ihr eigentlich mal gucken. Gut, das ist eh so ein Riesending, ne? Und dann haben wir auch, glaube ich, alles bei ihr. Today is going to be awesome. Gut, wir können die Karte jetzt eh nicht mehr verändern. Dann spulen wir jetzt erstmal vor. Habe ich das Essen auch serviert oder habe ich es nur fertig gemacht? Schau noch mal. Ich war der Meinung, ich habe es so fertig gemacht. Okay. Also.
Da stand einfach nur Thunfischsteak. Folgen und servieren. Ah, das ist schwierig jetzt. You know I love prepping fish. Right away. Sure thing. No problem. Probieren wir es mal so. Nicht genug Platz auf dem Tisch. Okay. Wir gucken mal, wie es fährt. Wir machen mal kurz ein Selbstexperiment, okay? Also wir gucken, was passiert, wenn wir die Gerichte komplett fertig machen lassen. Chef. Jetzt sind sie beide in ihrem Element, das ist sehr schön. A new table of customers has just ordered. So. I love cooking that. Das müsste ja eigentlich gehen, weil er macht ja diesen Zwischenschritt auch. Gucken mal. Ob das gilt oder ob das nicht gilt. Wir werden... Achso, das war ja Ente. Oh. Da fehlt ja noch ganz viel Pommes, Orange. Okay. Das. I love cooking that, Chef. Working with that ingredient is pure joy. Alles klar, du darfst das komplett. Nee, warte mal. Stopp, das war ein Fischgericht. Oh. Ihr merkt gerade völligste Beförderung. Immerhin eins davon. So, und jetzt Dorada. Leave it to me. Ah nee, das ist Spargel. On it. Give it to me. Right away. Ja. Mein Gott, da braucht man ja für alles Extras. Na gut, okay. Das ist jetzt richtig blöd.
love working with that ingredient. That's my specialty. You're going to love it. Das klappt ja nicht so. Oh, jetzt hab ich das Kalte genommen. Oh. Es gibt nicht so gute Bewertungen. Weil ich jetzt nicht drauf geachtet habe. That's my specialty, you're going to love it. I love working with this ingredient, Chef. Das packen wir jetzt alles mal ein, damit es weg ist. So, und jetzt noch Dorade. Die hat er natürlich noch nicht hergestellt. You know me well. I love that ingredient. Habe ich jetzt zweimal Mittel? Wie blöd ist das denn? Oh Mann. Dann räume ich jetzt schon mal gleich nebenbei auf. So, es wird direkt weggeräumt. So, und die Dorade wird serviert. Du weißt nicht, was du zu tun hast. Thunfischsteak. Working with that ingredient is so fun. Dann haben wir wenigstens mal von allem etwas. Wichtig, wichtig. So, haben wir auch gleich aufgeräumt. Stellen wir mal kurz hier mit rüber. Ich hätte gerne eine Bestellung. Okay, brauche noch einmal Thunfischsteak. Einmal normal. Einmal das. Und zweimal komplett durch.
zweimal komplett durch. You know me well. I love that ingredient. Dann noch mal leicht. I love working with that ingredient. I love cooking that. Dann vielleicht noch mal eine Dorade. Working with that ingredient is so fun. Mittel. Dann machen wir da noch mal eine, die richtig gut durch ist. You know I love prepping fish. Das passt. Hätte ich sie gleich von Anfang an fertig machen lassen sollen. Also Ente könnte noch mal jemand mitnehmen. Würde ich meine Abtuts ja hier zubereiten. Das dürfte auch so gehen. Ich wäre froh, wenn jetzt noch jemand Ente nimmt. Anyone need a hand? Nein, nein. Das klappt schon so. So, und da bin ich mal gespannt, mit wie vielen wir reden können. Weil das mit der Ente dürfen wir theoretisch geschafft haben. Und dann gucke ich erstmal, ob das beim Kassim funktioniert hat mit dem Fisch. Da bin ich jetzt ganz aufgeregt, ob das funktioniert hat. So, was möchten die Gäste gerne haben? Kannst gleich wieder zurückkommen. Nice plating, Chef. Makes you want to eat it. Da kommen jetzt noch mal drei Leute. Dann sollten wir vielleicht doch noch mal Dorade herstellen. That's my speciality. You're going to love it. So, in allen drei Varianten.
dass ich ihn gerade habe anfangen lassen, Dorade zu machen. Eine Dorade fehlt da nur noch. Ah, er macht das, glaube ich, aber schon relativ schnell. Also so schnell hätte ich es auf jeden Fall nicht selbst hinbekommen, wenn ich selber gekocht hätte. Ich denke mal, das dürfte jetzt auch die letzte sein. War die letzte. Dann gucken wir mal, wie weit es funktioniert hat. Immerhin 75, ist ja okay. Stopp, ich will noch mal gucken. Genau, extra. Da wird das tatsächlich mitgezählt, weil schon viele gefragt haben, wie das ist mit diesen kleinen, wie soll man das sagen? Diese kleinen Gerichtchen, die unsere Beiköche im Prinzip herstellen können, bis zu 6 Stück. Die stehen dann oben. Das bringt im Prinzip 10 Münzen pro Schicht, wenn man 6 Stück schafft. Also 60, und die stehen dann unter extra. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe. Ja, ich glaube, es hat funktioniert. Sehr beeindruckend. Sie konnten das Rätsel mit nur 2 Hinweisen lösen. Ich werde mir das Rezept sofort aufschreiben. Meine Mutter meinte immer, ich würde auch meinen Kopf vergessen, wenn er nicht auf meinen Schultern festgewachsen wäre. Haha. Okay, dann können wir jetzt im Prinzip die Ente wieder runternehmen. Also, Thunfischsteak hat funktioniert, Doradenfilet nicht. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. So, wir tun die Rezepte, also die alle weg. Alles klar. Ich hoffe, das hat nichts damit zu tun, weil wir die Dorade schon erweitert haben, ne? So, ich denke, hier dürfte alles aufgeräumt sein. Reis auf der Karte normal. Hygiene ist voll. Verantwortungsbewusstsein ist auch voll. Gerade mal. Oh, wir können sie dann noch vergrößern. Dann machen wir das doch. 20 Plätze.
Ja, doch, sieht schon besser aus mit denen. Das lassen wir. Das lassen wir auch noch. Nee. Blau. So, und zum Umdekorieren. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das so eigentlich ganz schön überall anwenden. Gott, hier kann man ja mal richtig rausgucken. Da kann das ruhig stehen bleiben. Was haben wir denn noch so für... Haben wir noch die kleinen? Da können wir wenigstens was drüber tun. Dann sieht das nicht ganz so nackt aus. Nee, so mitten im Raum sieht das nichts aus. Dann stellen wir da auch das Tischchen hin. Da die Garderobe, das sieht doch ganz gut aus. Die blaue bleibt auch. So, jetzt haben wir einmal ein riesengroßes Restaurant. Dann gucke ich gerade mal. Gebäude. Die müssen wir erstmal gucken, wie die aussehen. Schmiedeisernes.
Guck mal hier, Fenster. Weiße Gardinen, die sehen das aber nicht so weiß aus. Blaue Gardinen. Wir gucken gerade mal, wie das aussieht. So, mehr will ich nicht ausgeben, sonst habe ich nicht mehr genug Geld. So, Decken. Fantastic menu today. Ah. Das sieht sehr komisch aus. Ja, dass sie komplett zuhängen, das sieht ja auch blöd aus. Mal kurz gucken. Nee, das macht den Raum ja richtig dunkel. Nee, 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 so wollen wir das. Upala, so wollen wir das nicht. Dann lieber so Jalousien. Weiße Farbe. Das sieht auch nicht schlecht aus mit dem Holz, oder? Wir gucken mal, wie sieht denn das aus? We make a good team. It's great that I can count on you. Also ich glaube, ich lasse die Gardinen weg. Ich fand das schöner, wo alles offen war. Oder zumindest nur, ja, komm, dann nehmen wir solche. Ja, so lassen wir es. Sieht besser aus. Alles klar. Dann würde ich hier erstmal aber die Folge beenden. Ja, das gefällt mir. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein kleines Kommentar unter dem Video für mich da. Und auf jeden Fall ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.